Liebe Gemeinde, ich habe heute Morgen schon einen Gottesdienst gefeiert. Ich war eingeladen in Siesen, im Franziskanerinnenkloster daselbst. Eine Freundin von mir, die Schwester Marietta, die vielleicht die eine oder der andere von euch kennt, hat ihr 25-jähriges Professjubiläum gefeiert. Profess ist der Moment, wo eine Nonne oder ein Mönch die Gelübde ablegt. Und das hat Schwester Marietta also vor 25 Jahren getan. Und dann waren noch welche dabei, die haben 50-jähriges gefeiert und ein paar, die haben 60-jähriges gefeiert und drei der alten Damen, und das muss man da schon sagen, haben 65 Jahre Professjubiläum gefeiert. Ich erzähle euch das deswegen, weil für mich das so dieses Spannende ist, und das hat was mit unserem Text von heute zu tun, dass diese Nonnen, ebenso wie Mönche, auch wenn sie ins Kloster eintreten, einen neuen Namen bekommen. Da wird der alte Name, also das, was vorher war, abgelegt. Und sie bekommen einen neuen Namen, der in der franziskanischen Tradition von Siesen immer mit Maria anfängt. Also das ist Maria Bernadette und Maria Marietta oder Maria Crescentia oder Liebrune haben wir heute auf einem Grabstein gefunden. Also je älter die Damen werden, desto spannender werden diese Namen. In unserer Geschichte heute, in unserer Lesung, bekommt auch jemand einen neuen Namen. Da ist jemand an einem bestimmten Punkt in seinem Leben und auf einmal wird aus Jakob Israel. Wir haben es gerade gehört. Im 1. Buch Mose, im 32. Kapitel, der Kampf am Jabbok. So ist dieses Kapitel überschrieben. Und ich will mit euch ein bisschen das anschauen, diesen Kampf, den dieser Jakob da führt, an dieser Furt, an diesem Übergang über einen kleinen Fluss irgendwo in dem Land, das später nach diesem Israel benannt werden soll. Ich will euch einfach mal mitnehmen in die Geschichte hinein, weil Israel, Jakob, ist natürlich eine der Gründungsgeschichten für das jüdische Volk. Und auch für diesen Staat, also Abraham, Isaak, Jakob, die drei Väter Israels oder Sohn, Vater, Großvater, je nachdem, wie man es sehen will. Ganz spannende Geschichte. Geschichte beginnt ja vollständig unvermittelt. Das ist ganz spannend. Also wenn wir es gelesen haben, dann heißt es ja, Jakob kam irgendwann abends an diese Furt und hat seine Frauen darüber gebracht und die Mägde, was ein ganz eigenes Thema mal wäre für eine Predigt, und mit allem, was drüben ist, und er bleibt auf der anderen Seite zurück. So einfach eine Geschichte einer Wanderung, eines Umzugs. Und dann steht vollständig unvermittelt da, daran ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Das ist spannend. Also es gibt überhaupt kein Vorgeplänkel. Es gibt überhaupt kein, also ich denke bei solchen Geschichten immer an den Herr der Ringe. Für diejenigen, die den Herr der Ringe kennen, Gandalf, der Zauberer, steht da irgendwo in einem Bergwald auf einer Brücke und muss so ein Monster abwehren und sagt dann, du darfst nie hier nicht durch. Und dann beginnen sie miteinander zu ringen, die beiden. Das passiert hier gar nicht. Es ist überhaupt nicht, es ist ja vorher kein Streit. Also tu mir, tu das oder du gib mir das oder so. Und dann ringen sie, sondern sie beginnen auf einmal miteinander zu ringen. Merkt euch das mal. Das ist spannend. Ohne Vorwarnung. Als nächstes sehen wir eine ganze Nacht, wie die miteinander ringen. Und dann kommt das Zweite. Die beiden sind gleich stark. Die beiden haben... Also keiner überwältigt jetzt den anderen. Normalerweise würde man erwarten, dass Jakob, der große Held der Geschichte, den anderen besiegt, ja, als der große Sieger dasteht. Oder wenn er für diejenigen, die wissen, den Ausgang der Geschichte schon wissen, ist, dass es
wohl ein Engel oder gar Gott selber. Das kommt im Text nicht so ganz klar rüber, dass es ein Engel war oder Gott selber, der damit Jakob bringt. Dann müsste man ja erwarten, dass Gott gewinnt. Also, hallo. Nein, sie sind beide etwa gleich stark und dieses Ringen dauert die ganze Nacht. Und es ist vollständig unklar an dieser Stelle, wer eigentlich gewinnt. Das ist das Zweite, was ich gern hätte, dass ihr euch merkt. Dann ist ganz spannend, also es wird morgen. Und offensichtlich scheint dieser Morgen der Moment zu sein, wo jetzt die Entscheidung her muss. Und also ich finde es immer wieder spannend, dass Gott bescheißt. Also in diesem Ringkampf nimmt Gott die Faust und knallt die dem Jakob auf die Hüfte. Und sah so, dass sich das Gelenk verbiegt. Also Israel hinkt, Jakob hinkt nachher. Er hat ein Hüftleiden. Haut dem auf die Hüfte, das was zurückbleibt. Jakob hat von diesem Kampf am Jabok nachher einen bleibenden Schaden. Der hat eine Narbe. Der hat das kaputte Gelenk, um es zu beweisen, dass da was geschehen ist in dieser Nacht. Und dann tut Jakob was ganz Spannendes. Er hält diesen Fremden, mit dem er da die ganze Nacht gerungen hat, der ihm gerade die Hüfte krumm geschlagen hat, fest. Und sagt, ich lass dich hier nicht weggehen, wenn du mich nicht segnest. Das ist eigentlich was Seltsames. Also wenn ich jetzt irgendwo mit irgendeinem mich händeln tät und streiten tät und mit dem Ringen tät und der dann auch noch irgendwie mir meine Hüfte zusammenschlägt, dann wäre ich froh, wenn der auf und davon wäre und nicht noch mehr macht. Oder wenn ich auf und davon könnte. Und Jakob hält ihn fest und sagt diesen ganz berühmten Satz, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Ich halte dich so lange fest, bis du mir versprichst, dass du deinen Segen auf mich legst. Und dieser andere, der stimmt zu. Und jetzt müsste ja eigentlich in der Geschichte der Segen kommen. Also, wäre ja eigentlich logisch, dass jetzt erzählt wird. Und dann legte er ihm die Hände auf und sprach. Sei gesegnet mit allem Möglichen. Haben wir in früheren Geschichten, bei Abraham. Abraham hört diesen Segen Gottes im Detail. Du sollst Nachkommen haben, mehr als da am Himmel Sterne sind. Passiert aber nicht, sondern es kommt zu einer ganz spannenden Unterhaltung, wo dieser Fremde ihn fragt, wie heißt du denn? Und Jakob sagt, ich heiße Jakob. Und der Fremde antwortet, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Israel, im Hebräischen El, das ist immer die Silbe, die Gott bezeichnet. Ja? Gottes Streiter. Also so, auch wieder so, es ist nicht ganz klar, heißt es jetzt mit Gott Streiter? Oder gegen Gott Streiter oder für Gott Streiter oder Streiter Gottes, also der Gott gehört. So ein bisschen alles nicht ganz so grammatikalisch klar oder vielleicht gerade auch in dieser Unklarheit ganz arg offen. Und er kriegt einen neuen Namen. Namen? Im Alten Testament sind was ganz Wichtiges. Namen sind im Alten Testament nicht nur Dinge, die man hier auf sein Namensschild draufschreibt bei irgendwelchen Konferenzen, damit man weiß, wie ich dich anreden kann, sondern Name bedeutet immer auch die Person, bedeutet immer das Sein. Also Namen haben Bedeutung. Namen haben Bedeutung, die mit der Person zu tun haben. Also einen Namen verändert zu bekommen, das heißt, ein neues Kapitel zu beginnen. Also deswegen habe ich euch die Geschichte von meinem Mittagessen in Season erzählt. Weil da beginnt ein neuer Abschnitt im Leben dieser Frauen oder dieser Männer. Und genau so ist es hier auch. Es beginnt etwas ganz Neues. Dieser Segen,
den Jakob da bekommt, ist also ein neuer Name, ein neues Sein, das zu sein, was Gott will, dass Jakob ist, nämlich Israel. Ganz neue Geschichte, ganz neuer Anfang, ganz was Neues. So, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, gut, steht in der Bibel, lohnt sich drüber nachzudenken. Außerdem ist es die Gründungsgeschichte des Namens für dieses Volk, das da entsteht, Israel. Das, jetzt wissen wir auch, warum Israel Israel heißt und nicht Jakobsland oder irgend sowas. Schön. Das ist die Geschichte auch sicher. Aber ich glaube, dass diese Geschichten wie viele andere Erzählungen in der Bibel noch ganz viel mehr haben. Dass da noch ganz viel mehr drin steckt, als nur einfach eine Geschichte, wie jemand einen neuen Namen bekommt. Diese Geschichte ist die Beschreibung eines Lebens. Ganz viel im Alten Testament ist immer die Erzählung dessen, was Menschen mit Gott geschieht. Das ist als großer Bogen die Erzählung der Geschichte vom Volk Israel mit Gott. Aber es ist auch immer die Geschichte von Einzelnen mit Gott. Und ich glaube, wir können darin auch unsere Geschichte mit Gott wiederfinden und einiges lernen. Es ist die Beschreibung des Lebens, unseres Lebens. Und ich will euch jetzt in diese 5 Schritte, die ich euch gerade erzählt habe, also dieses Ringen, dass sie beide gleich stark sind, dass er die Hüfte verrenkt kriegt, dass der Name sich ändert und dass in dieser Namensänderung ein Segen liegt, will ich nochmal anschauen mit der Brille, was hat es mit Leben zu tun? Was sagt es über unser Leben aus? Was kann ich heute daraus lernen? Ich glaube, es beginnt schon mit dieser Nacht, an dieser Furt, an diesem Jabok, an diesem kleinen Flüsslein. Wo dann auf einmal dieses Ringen beginnt mit Gott. Ja, ich glaube, und ich sage es euch, der Weg mit Gott ist nicht immer nur feiern und fröhlich entlanghüpfen und fröhliche Wege gehen auf, wie es im Psalm heißt, auf grünen Auen und mit gedeckten Tischen, sondern manchmal ist es richtiges Ringen. Ringen, wie es im Text heißt, mit den Menschen, aber auch Ringen mit Gott. Richtig Ringen mit Gott. Und das klingt ja jetzt erst einmal nicht so, wie wir eigentlich Gott gern sehen würden, als der gute Hirte und der Liebende und all das. Ich glaube, manchmal ringt Gott mit uns und wir mit Gott. Dann stellen wir uns hin zu Gott und beginnen zu ringen, beginnen mit Gott uns auseinanderzusetzen. Und ich habe das in meinem Leben schon erlebt, wenn es heißt, geh in die eine Richtung, Axel, und ich will in die andere Richtung. Oder ich will überhaupt gar nicht gehen, sondern, ja, jetzt auch noch Plätze, sondern ich will überhaupt gar nicht gehen, sondern ich will hier bleiben, ich will in dieser Bequemlichkeit drin bleiben, dann ringt Gott mit mir. Und sagt, jetzt auf, Axel, ich schieb dich an, ich drück dich. Das kann so ein Ringen sein. Aber das Spannende ist, Gott überwältigt einen nicht. Gott ist zwar manchmal überwältigend, aber Gott ringt einen nicht zu Boden. Also so, wenn man auf dem Boden liegt, dann gerade nochmal eine drauf, damit man es auch recht versteht. Ja? Gott überwältigt euch nicht mit Gewalt, sondern dieses Ringen mit Gott ist immer auch etwas, was irgendwie gleichberechtigt ist. Gott könnte natürlich den Jakob nehmen und so auf den Boden knallen. Also ich habe Judo gemacht in meiner Jugend. Mein allererster Kampf war gegen einen Schwarzgurt. Der guckte mich an so rauf und runter, nahm mich und bumm. Ich war in der Geschwindigkeit. Das war der deutsche Meister in meiner Gewichtsklasse. Egal, genau das tut Gott nicht.
sondern Gott lässt sich auf dieses Ringen ein. Lässt sich auf dieses Ringen ein, weil das dazugehört zu dem, was Menschen ist. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass ich irgendwo hin will und so eine ganz klare Vorstellung habe von dem, wie es gehen soll. Und Gott sagt, nö, hier kommst du jetzt erstmal nicht vorbei. Du musst ja noch eine Weile bleiben. Oder der richtige Weg ist ein anderer. Auch da ringt Gott mit einem. Und wir dürfen dieses Ringen mit Gott auch tun. Es ist eben nicht so, dass wir einfach nur demütig sagen, ja, das entspricht einfach nicht der Wahrheit. Das ist zwar so eine Vorstellung, wie wir gerne hätten, dass wir immer ganz klasse auf Gott hören und überhaupt und alles ganz einfach ist. Aber manchmal ist Leben einfach Ringen. Das ist eine Realität in unserem Leben und ich finde es ganz mutig, dass die Schreiber des Alten Testaments, die das, diese Geschichte aufgeschrieben haben, das auch anerkennen und das auch sagen und einfach auch wahrnehmen, dass genau das es ist. Und dann wird es im nächsten Schritt nochmal ein bisschen schwieriger. Ja? Das Ringen mit Gott hinterlässt auch Spuren. Das Leben als Christinnen und Christen hinterlässt Spuren in unserem Leben. Und manchmal sind es auch Narben. Manchmal sind es auch diese Dinge, wo man nachher hinkt und beim Wetterwechsel einfach merkt, mir tut meine Hüfte weh. Dinge, die in unserem Leben so durchgerungen werden müssen, die hinterlassen Spuren. Und ich sage das deswegen, weil auch da glaube ich, es ist eine Realität unseres Lebens. Es ist nicht einfach nur so, wie es man gerne als Jugendlicher, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber wenn man es gerne auf irgendwelchen Erweckungscamps gehört hat. Wenn du nur dein Leben Jesus überlässt, wird alles gut. So einfach ist es nicht. Das ist nicht die Realität unseres Lebens. Manche Wege sind anstrengend. Aber das bedeutet eben auch etwas anderes. Das bedeutet nämlich auch, dass diese Verletzungen, die wir mit uns rumtragen, dass diese Dinge, die uns geprägt haben in unserem Leben, manchmal eben auch das Ergebnis des Ringens Gottes mit uns ist. Wo sich entweder Gott uns in den Weg gestellt hat, oder wir gemeint haben, wir müssten uns Gott in den Weg stellen. Diese Spuren, die uns prägen. Und die gibt es in jeder Geschichte. Die können auch manchmal einfach der Beweis der Gegenwart Gottes sein. Dass sich Gott unserem Leben in den Weg gestellt hat und gesagt hat, du, jetzt aber, so lasse ich dich nicht irgendwie in dein Verderben rennen. Also ich erzähle bei der Gelegenheit immer die Geschichte, warum ich glaube, dass ich schwul bin. Also das ist meine persönliche Theorie für mich persönlich, die überhaupt gar nichts mit irgendeiner Allgemeintheorie zu tun hat. Aber ich war auf dem allerbesten Wege, in Tübingen beim konservativsten Professor Theologie zu studieren und die konservativste Theologie, die man in Tübingen hat studieren können, zu studieren. Und ich hätte irgendwie eine Dekanstochter geheiratet, hätte kleine Dekanskinder in die Welt gesetzt und hätte Blödsinn auf der Schwäbischen Alb gepredigt. Ich glaube schon, dass ich da auf bestem Wege dazu war. Und weil ich ein Dickkopf bin und so ein bisschen langsam, hat Gott gesagt, nee, mit dir ringe ich so lange, bis du es kapierst. Und dieses Ringen war für mich herauszufinden, dass eben meine sexuelle Orientierung nicht so reinpasst in diese Vorstellung vom Dekan werden und kleine Dekanskind in die Welt setzen. Das hat Spuren in meinem Leben hinterlassen, aber das sind gute Spuren. Die waren nicht immer witzig. Glaub mir, so ein Coming-out mit dem Studium ist nicht witzig. Aber es ist für mich ein Beweis, dass Gott gerungen hat um mich. Und gesagt hat, hier, den müssen wir in eine andere Richtung schicken. Der soll eine kleine Gemeinde in Stuttgart aufmachen.
Ohne hier was tun. Ohne die Kranzkinder, genau. Ich glaube nicht, dass Gott jetzt sagt, oh toll, wir hauen jetzt irgendwann irgendwelche Leute jetzt mal auf die Hüfte oder hinter den Ohren, damit sie hier, damit sie Tinnitus kriegen oder sowas. Also Gott ist nicht so, dass er da sitzt und meint, aber Gott kennt uns Menschen. Und Gott weiß, dass halt manchmal rufen und sagen und schubsen und schieben nicht langt, sondern dass man manche Menschen sich in den Weg stellen muss und sagen muss, jetzt ringen wir eine ganze Nacht miteinander, so lang, bis du es kapierst. Und dann ist der nächste Schritt. Dann glaube ich, dass wir in diesem allem ringen, wie auch das immer vor uns aussieht, und ich kenne ein paar von diesen Wrestling-Geschichten, die hier im Raum sind, wir kennen sie auch, dass wir in diesem dann sagen dürfen, so, und jetzt haben wir uns so lang miteinander auseinandergesetzt. Jetzt segne mich. Ich glaube, dass wir zu Gott sagen dürfen, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Was Jakob konnte, können wir auch. Wir dürfen um diesen Segen Gottes bitten, wir dürfen diesen Segen Gottes einfordern und sage, hier, jetzt ist diese schwierige Situation, aber ich will, dass du mich darin segnest. Und Segen heißt immer mehr Lebensenergie bekommen, Gutes erfahren, Gutes zugesprochen bekommen. Das ist für das hebräische Denken ganz klar, Segen heißt ein Mehr an etwas bekommen. Ein Mehr an Liebe und Zuwendung und eben ein Mehr an Leben. Das heißt segnen. Und genau das dürfen wir einfordern. Und wenn das dann passiert, dann müssen wir damit rechnen, dass dieser Segen auch kommt. Ich glaube, dass jede und jeder von uns in seinem Leben schon einmal einen neuen Namen bekommen hat. Das mag vielleicht tatsächlich ein ganz neuer Name sein, das mag vielleicht aber auch ein neuer Sinn sein, ein neuer Weg, ein neues Sein. Vom Dekans produzierenden Menschen auf der Schwäbischen Alb hin zu dem, der bis heute nicht weiß, wie man eigentlich so eine Gemeinde hier am Leben erhält und jeden Tag dankbar ist, dass sie existiert, dass sie da ist in all dem Ringen. Das kann ein ganz neuer Anfang sein nach einer Krise im Leben. Oder das kann auf einmal eine Beziehung sein, wo man Beziehung schon abgeschrieben hatte. All diese neuen Dinge sind da möglich. Das heißt es, einen neuen Namen zu bekommen. Oder um es mal ein bisschen theologischer zu sagen, dass wir das werden, was wir bei Gott schon sind. Wir das werden, was wir bei Gott schon sind. Und dass wir so sind und sein können, was wir werden sollen. Dass diese Zukunft, dieses Geliebtsein in Gott, dieses Hineingelegtsein in diese Umarmung Gottes, dass das mit unserer Gegenwart übereinkommt. Dass wir näher an Gott herankommen. Ja? In dieser Geschichte, so steht es in Wikipedia, ich habe es extra nochmal nachgelesen, das sei das letzte Mal in der Bibel, dass erwähnt wird, dass jemand von Gott direkt körperlich berührt wird. Ich glaube aber, dass diese Berührung Gottes, dass Gott unser Leben berührt, uns anlangt, uns aufzieht, uns schubst und mit uns ringt, dass das immer noch passiert. Das ist es, um was es geht, in dem, was unser Weg ist, als Christinnen und Christen. Dass wir näher, mein Gott, bei dir sind. Dass wir ganz bei Gott sein dürfen, der hin und wieder mit uns ringt, aber es liebend tut. Er uns neuen Namen gibt, damit wir neues Leben haben und immer bei uns sind. Das ist die Geschichte, die wir gerade gehört haben. Meiner Meinung nach, und das ist
nicht einfach die Geschichte von Jakob, der zu Israel wurde, sondern es ist sicher meine Geschichte und ich denke, es ist auch eure Geschichte. Amen.